Ich dachte, das Herz würde zerreißen. Und nun überkam mich eine neue Besorgnis. Dieses Geräusch könnte von einem Nachbarn gehört werden. Die Stunde des alten Mannes war gekommen. Mit einem lauten Schrei riss ich die Laterne auf und sprang in den Raum. Er kreischte nur einmal, einmal nur. Sofort riss ich ihn zu Boden und zog das schwere Bett über ihn. Ich grinste fröhlich, denn die Tat war soweit getan. Aber für einige Minuten schlug das Herz weiter mit einem umhüllten Laut. Dies jedoch belästigte mich nicht. Es würde nicht durch die Wände gehört werden. Endlich stoppte es. Der alte Mann war tot. Ich entfernte das Bett und untersuchte den Leichnam. Ja, er war mausetot. Ich spazierte meine Hand über dem Herzen und hielt sie dort für mehrere Minuten. Es gab keinen Pulsschlag. Er war mausetot. Sein Auge würde mich nie wieder beunruhigen. Die Nacht schwand und ich arbeitete hastig, aber ganz still. Zuerst zerstückelte ich den Leichnam. Ich schnitt den Kopf ab, dann die Arme und die Beine. Dann nahm ich 3 Dielen aus dem Boden der Kammer und legte alles zwischen die Balken. Danach ersetzte ich die Bretter. So clever, so geschickt, dass kein menschliches Auge, nicht einmal seines, irgendetwas Unrechtes hätte erkennen können. Es gab nichts zum Auswaschen. Kein Fleck, in irgendeiner Form. Kein Blutfleck oder sonstiges. Ich war zu behutsam dafür. Eine Wade hat all dies aufgefangen. Als ich mit diesen Mühen fertig war, war es 4 Uhr morgens. Immer noch dunkel, wie um Mitternacht. Als die Glocke zur vollen Stunde schlug, kam ein Klopfen an der Straßentüre. Ich ging runter, um sie leichtherzig zu öffnen, denn was hätte ich jetzt noch zu befürchten? Es traten 3 Männer ein, welche sich vorstellten, in vollkommener Höflichkeit, als Beamte der Polizei. Ein Schrei wurde von einem der Nachbarn während der Nacht gehört. Dies erregte den Verdacht eines Verbrechens. Informationen wurden bei der Polizei hinterlegt und sie, die Beamten, wurden beauftragt, die Räumlichkeiten aufzusuchen. Ich lächelte, denn was hatte ich denn zu befürchten? Ich bat die Gentlemen herein. Der Schrei, so sagte ich, war mein eigener im Traum. Der alte Mann, erwähnte ich, war nicht im Lande. Ich führte meine Besucher durch das ganze Haus. Ich lud sie ein zu suchen, gründlich zu suchen. Ich führte sie letztendlich zu seinem Zimmer. Ich zeigte ihnen seine Reichtümer. Voller Begeisterung und Zuversicht brachte ich Stühle in den Raum und verlangte, dass sie sich hier von ihrer Erschöpfung erholen, während ich mir selber in wilder Dreistigkeit über meinen perfekten Triumph meinen eigenen Stuhl auf derselben Stelle platzierte, welche sich über der Ruhestelle des Leichnams des Opfers befand. Die Beamten waren zufrieden. Meine Manieren haben sie überzeugt. Ich war außerordentlich ruhig. Sie saßen, und während ich vergnügt antwortete, unterhielten sie sich über vertraute Dinge. Aber bald fühlte ich, wie ich blass wurde, und ich mir wünschte, sie würden gehen. Mein Kopf schmerzte, und ich bildete mir ein Klingeln im Ohr ein. Aber sie saßen noch immer und unterhielten sich noch immer. Das Klingeln wurde deutlicher. Es dauerte an und wurde immer klarer. Ich redete noch freigebiger, um dieses Gefühl abzuschütteln. Aber es dauerte an und wurde eindeutiger, bis ich letztendlich entdeckte, dass dieser Lärm nicht innerhalb meiner Ohren war. Ohne Zweifel wurde ich nun sehr blass, aber ich redete noch flüssiger und mit einer verstärkten Stimme. Aber das Geräusch wurde stärker. Aber was könnte ich tun? Es war ein tiefer, dumpfer, schneller Ton, genau wie das Geräusch einer Uhr, die man in Wolle gehüllt hat. Ich schnappte nach Luft, aber bis jetzt hörten die Beamten es nicht. Ich redete schneller, noch stürmischer, aber das Geräusch wurde stetig intensiver. Ich stand auf und stritt mich wegen Lappalien, in einem hohen Ton und mit heftigen Gestiken. Aber das Geräusch wurde stetig intensiver. Warum wollten sie nicht gehen? Ich schritt mit Riesenschritten auf dem Boden auf und ab, als wäre ich aufgeregt vor Wut über die Beobachtungen der Männer. Aber das Geräusch wurde stetig intensiver. Oh Gott, was könnte ich tun? Ich schäumte über.
Ich raste, ich fluchte, ich schaukelte auf dem Stuhl, auf dem ich saß, und schabte damit über die Bretter. Aber das Geräusch überdeckte alles und wurde beständig lauter. Es wurde lauter, 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 und trotzdem unterhielten sich die Männer freundlich weiter und lächelten dabei. War es möglich, dass sie es nicht hörten? Allmächtiger Gott, nein, nein, sie hörten es, sie verdächtigten mich, sie wussten es. Sie verspotteten meine Angst. Dies dachte ich und dies denke ich noch. Aber alles andere war besser als diese Qual. Alles andere war tolerierbarer als dieser Hohn. Ich konnte dieses heuchlerische Lächeln nicht länger ertragen. Ich fühlte, dass ich schreien oder sterben muss. Und nun wieder. Horcht! Lauter! 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 Schufte! Schrie ich auf. Verstellt euch nicht mehr! Ich gestehe die Tat! Reißt die Dielen heraus! Hier! Hier! Es ist das Schlagen seines abscheulichen Herzens! I wanted to remove the credits because you see my name there and I don't want this. Anyways, if you saw some interferences like music suddenly stopping and whatever, I think that's because of Chrome. We didn't have these problems in Internet Explorer. I should have checked it out before, but... And I don't know why my software made another another cut at 50 minutes, since I told it to don't make a cut. Anyways, it doesn't listen to me. Yes, what did I want to say? If you saw some differences in the quality of the drawings or in the what it makes sense or something. I made the second part. I made the first part. The first part was in when you saw zooming in at the prison and the guy laying there and that's in the book writing itself, that was me. The second part in the basement with the guy walking there, that was my classmate, colleague. And we kinda had some artistic differences between some of the stuff. I kinda wanted to be serious and he wasn't that serious about it. We had a long argument because he had like, you saw the scream over there, he had the picture in this third scene or something. The third scene was when he was checking out the old man's eye, but the old man was sleeping. And he had the scream over there, but he used the scream with Homer Simpson in it. And the other wall had the Mona Lisa with tits and stuff. And I told him, no. This is a very serious story, and I kind of want to do something serious. And we had a long argument about this too. Remove this and do something else. So he made the second and third act. I made the first, fourth. The fourth is the killing of the old man. And the fifth with the policeman arriving. I think I made a very huge translation mistake because in my version he puts the heavy bed over the old man, and well, looking at my bed, I'm pretty sure that an old man can hide under it without dying. That's why I did this motion where he pushed the mattress onto him, but I think he put him on the ground and put the mattress over him, but I really don't know. If somebody knows the story a bit better, then let me know what he actually did to kill him. And the thing with the bugs, you saw some
The back one was Zeichen für Tod, which means it's a symbol for death. And Edgar Allan Poe used a special form of bugs, who are a sign of death in England. But if you don't know this, then mentioning these bugs doesn't really help you. That's why I put this symbol for death in the background, so people may realize that these bugs are a symbol for this. And yeah, so one thing we kind of wanted to put in was all these pictures in the background. I'm pretty sure the old man didn't have a picture of the Last Supper with Jesus in the background, or the when he was showing the policeman around, he showed the treasure in the wooden shelf. Yes, in the wooden shelves, and it was the Ark of the Covenant. So we kind of wanted to put this in to make it a little bit funny, to spice it up a bit, and so we don't have to draw as much. As you can see, we kind of didn't have the drawing power or artist skills to do a lot of things. The talking and the memory bubbles, we put these in, so like I said, we want to express it. I'm not sure if somebody who doesn't talk German understands the story at all, if you can see it and be like, oh, that's this, oh, okay. And yeah, the noise in the background, I don't know why I have this. I really hope I don't have a noise now when I'm recording normally. I think it was a very old headset. I didn't record Let's Plays at that time, so I wasn't that, I didn't have the knowledge I have now about stuff like this. And yeah, I hope you liked it. And about, you saw my professor's name, but I guess that's not as bad. We always mentioned that we wanted to upload it to YouTube, and he was okay with it, so it's not like you're going to stalk him. But I'm kind of sensible about this stuff. I don't really want people I barely know to know my last name and stuff like that. Sometimes in Let's Plays, when I accidentally hit the Windows key, you see my last name in my login screen, login name, and I usually cut these parts out. I think I had it in Wizardry, Nemesis, Wizardry Adventure, where I cut it out once, just 1 second or something. But yeah, and that's it. That was 600 sub special, so I hope for 6 billion more sooner or later. And I hope you enjoyed it. I thank you for watching, and we will see each other soon. So take care and goodbye.